herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ja, ich bin wieder unterwegs mit Harry und Kim. Nach langer Zeit ist es endlich soweit. Danke für eure Geduld. Es hat diesmal ein bisschen länger gedauert. Mich hat das richtig heftig erwischt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber irgendwie dieses Jahr mit den ganzen Infektionskrankheiten, Grippe, Erkältung, ist ein bisschen heftig, ne? Ja, auf jeden Fall die es auch erwischt hat, gute Besserung. Ich hoffe, das ist nicht so ausgeartet wie bei mir. Ja, aber ich bin erstmal froh, dass es weitergeht. Und ich habe jetzt ein neues Mikrofon. Und ich teste das auch eben gerade aus. Die Sache ist nur die, ich habe halt dieses Shure SM7B, das ist ein sehr leises Mikrofon. Ich habe extra einen Cloudlifter dafür besorgt, aber leider bin ich davon ausgegangen, dass das Verbindungskabel mitgeliefert wird, aber das muss man separat kaufen. Das heißt, ich muss erstmal ohne Cloudlifter aufnehmen. Das heißt, ich habe jetzt zusätzlich Audacity, ein anderes Programm, runtergeladen. Und mache jetzt mit zwei Tonspuren aufnehmen, damit ich halt bei Audacity das die Lautstärke hochregeln kann. Deswegen, ja, hoffe ich, dass das alles jetzt funktioniert. Und sagt auf jeden Fall Bescheid, wie ihr die Tonqualität findet, ne? Jetzt wird man es vielleicht noch nicht so stark merken. Ich hoffe dann mit dem Cloudlifter, dass es dann perfekt ist. Ja, aber ich bin mega happy, dass es auf jeden Fall weitergeht, ne? Gut, jetzt ist die große Frage aller Fragen. Wo sind wir stehen geblieben? Ich bin nämlich gerade voll raus. Bringe Titus des Rubys auf. Ah, Ruby! Eine Person, die wir noch gar nicht hatten. Ruby war die Organisatorin des Lynchmordes. Außerdem ist sie verschwunden, aber die Hardy Boys werden ihren Aufenthaltsort nicht so leicht preisgeben. Du musst ein wenig Überzeugungsarbeit leisten. Hast du jeden Winkel des Whirling erkundet? Nein, den Tatort genauestens unter die Lupe genommen. Nein, Klaas hier richtig und eingehend verhört. Nein, all das könnte dabei helfen, die Hardys zu überzeugen. Wir haben gut zu tun. Ich wollte mir das Fenster, glaube ich, nochmal ansehen. Und ich wollte auf jeden Fall nochmal mit Klaas hier reden, weil es ging ja darum, ob ich sie verhaften lassen will oder nicht. Und ich wollte das ja auf keinen Fall. Aber ich war halt auch verunsichert, nicht, dass ich aus Versehen durch meine Aktion sie doch irgendwie festnehme, ne? Also das war so ein bisschen, ja. Aber testen wir mal aus. Also, sauberes Fenster. An der Innenseite ist dieses Fenster in einwandfreiem Zustand, im Gegensatz zu dem daneben. Das Licht der Schreibtischlampe spiegelt sich im Glas als makelloser, goldener Heiligenschein. Du streichst mit dem Finger über die Glasoberfläche. Das hatten wir schon, ne? Das hier hatte ich aber noch nicht. Du hast gehört, was passiert ist. Was ist hier passiert? Das goldene Licht zerschmilzt in der blauen, glasigen Finsternis deines Verstandes. Darin befinden sich zwei vom Neonlicht erleuchtete Gestalten. Ein Mann und eine Frau auf dem Einzelbett. Hä, aber habe ich das nicht schon alles gemacht? Welche Position ist das? Wie die Zeugin sagte, der Mann kniet, die Frau liegt auf dem Rücken. Es ist die Nacht vom 4. März und gerade wurde ein Schuss abgefeuert. Der Mann sieht der Frau direkt in die Augen. Die möglichen Geschossbahnen laufen in seinem Mund zusammen. Ein Strahl, der von irgendwo draußen kommt und in sein Gehirn eindringt und ihm ein Ende macht. Von wo kam der Schuss? Aha, vom Dach draußen, Ort A. Um das Einschussloch herum zersplittert das Glas. Die Splitter zeigen nach innen, wie ein Kranz hinter dem Rücken der jungen Frau. Du inspizierst die geisterhaften Gestalten, du siehst dir Punkte an. Ich nehme das erste. Der Mann weiß nicht, dass die Kugel in sein Gehirn eingedrungen ist. Er wird es nie erfahren. Der Tod ist schneller als die Erkenntnis. Ich schaue mir Punkt A ein. Der Strahl, der vom Mund des Mannes ausgeht, fächert sich in alle möglichen Richtungen auf, die alle vom Dach ausgehen. Der Schuss könnte aus jeder der Richtungen gekommen sein. Dieses Kompositort A, der wahrscheinlichste der Ausgangspunkte. Sollte es draußen nicht Schmauchspuren geben? Möglich, dass es welche gab, die dann aber vom Wind, vom Matsch und vom Regen weggewaschen wurden. Es ist mehr als eine Woche her. Also bin ich mir zu 80% sicher, dass der Schuss vom Dach kam? Zu 72%. Mit einer antiken Waffe, die Militärmunition abfeuert. Etwa ein Bell-Margrave-Gewehr.
Das ist eine gute kurze Entfernung, aber nicht zu kurz. Der Täter oder die Täterin stand mit dem Rücken gegen das Geländer. Oder kniete vielleicht, um genauer zu zielen. Das würde erklären, warum ein Schuss genügte. Im Zimmer war das Licht an, draußen war es dunkel. Es war, als ob man auf einen Fisch in einem Aquarium schießen würde, einem gut beleuchteten Aquarium. Das Opfer öffnete den Mund, um die Kugel aufzunehmen. Sicherlich konnte keiner von beiden draußen in der Finsternis etwas sehen. Sie waren zu sehr mit ihren eigenen Körpern beschäftigt. Hätte der Schuss auch aus dem Zimmer selbst kommen können? Ein näherer Ausgangspunkt. Spricht irgendwas gegen A, das Dach? Könnte es einen anderen Ausgangspunkt gegeben haben, weiter weg? Ich probiere mal das Erste. Punkt X würde der Aussage der Frau widersprechen und damit wäre die ganze These hinfällig. Unsere sämtlichen Berechnungen wären null und nichtig. Also der Schuss ist wahrscheinlich definitiv nicht aus dem Zimmer selbst gekommen. Spricht irgendwas gegen das Dach? Bisher nicht, aber das heißt nicht, dass nicht doch etwas dagegen spricht. Also jein. Könnte es einen anderen Ausgangspunkt gegeben haben? Mit einer Wahrscheinlichkeit von 28%? Ja. Dieses Modell zeigt, dass der Schuss möglicherweise über eine größere Entfernung abgefeuert wurde. Nichts schließt die Möglichkeit aus. Sollen wir extrapolieren, um jeden möglichen Ausgangspunkt in Martinez zu erhalten? Ja, du extrapolierst, so dass der Radius ganz Martinez umfasst. Laut deiner Karte für den Bezirk hätte dieser Schuss von einem weiten Radius an Orten kommen können, angefangen am nördlichen Rand, wo sich die verlassene Promenade befindet, bis hin zu einem Eiland in der Bucht. Nennen wir diese Orte B. Und genauer? B ist die Promenade B, Land's End, und B das Eiland, Detective. Dazwischen könnten sich noch kleinere Punkte befinden, aber die sind zum Heranzoomen zu klein. Schauen wir uns die Promenade an. Eine Entfernung von 700 Metern. Von diesen B-Positionen ist sie mit 20% am wahrscheinlichsten. Ein guter Scharfschütze hätte das schaffen können, wenn er denn ein gutes Versteck hatte. Selbst bei dem Licht, das im Zimmer an war, bräuchte man dafür eine militärische Ausbildung. Über diese Entfernung musste der Täter die Windrichtung berücksichtigen. Okay, Land's End. Eine Entfernung von 1,2 Kilometern, die unwahrscheinlichste dieser Positionen, mit, sagen wir, 3%. Ein wirklich guter Scharfschütze hätte das schaffen können. Vielleicht von einem Zelt aus? Nein, zu abwegig. Das kommt mir alles zu bekannt vor. Ich habe das Gefühl, ich habe wahrscheinlich vorher einfach nicht gespeichert. Kann das sein? Ich schaue mir Punkt B, das Eiland, an. Eine Entfernung von 1 Kilometer, ein unwahrscheinlicher Ausgangspunkt, irgendwo hinter dem Hafen, vielleicht auf dem Eiland in der Bucht von Martinez. Es gibt dort tatsächlich kleine Inseln, auch wenn sie kartografisch nicht gut erfasst sind. Ein solcher Schuss käme einem Wunder gleich, eine Wahrscheinlichkeit von 5%. Das Sichtfeld zwischen Bucht und Fenster, zwischen Nummer 10 und Nummer 33a in der Rue de Saint-Ghislaine, ist äußerst schmal. Der Winkel wäre extrem und der Zugang zu den kleinen Inseln ist fraglich. Kim, glauben Sie, dass der Schuss vielleicht nicht vom Dach gekommen sein könnte, sondern aus weiterer Entfernung, aus Martinez? Wo genau meinen Sie? Sagen wir B, von der Promenade, aus Land's End oder vom Eiland? Ich erhebt eine Augenbraue. Wie ich sehe, haben Sie das gründlich durchdacht, sagt er. Sind das die Orte, die Sie herausgegriffen haben, zusätzlich zum Dach? Und was ist Ihrer Meinung nach die Wahrscheinlichkeit, dass der Schuss aus weiterer Entfernung kam? Sie ist okay. Sehr viel weniger wahrscheinlich als vom Dach, aber trotzdem möglich. Ich will nur gründlich sein. Also ich würde sagen, ich will nur gründlich sein. Okay, tja, erstmal sollten wir überprüfen, ob es Schmauchspuren oder Scharfschützennester gibt, wenn wir an der Küste sind. Wir sollten diese Stellen nacheinander ausschließen. Das wäre die gründliche Herangehensweise. Bis dahin bleibe ich persönlich bei der Dachvariante. Sie passt zum Geheimweg durch das Swirling und sie ist eine einfache Hypothese. Okay. Können wir noch was machen? Nee, wir haben uns das alles angeschaut. Gut. Dann gehen wir erstmal nochmal zu Klaas hier und sprechen mit ihr. Wir werden uns alles ganz genau anschauen. So, Klaas hier, Liebes. Hello, Officer. What brings you up here? Hallo, Officer. Mit verschränkten Beinen lehnt sie sich gegen das Geländer. Was führt sie wieder hoch? Ich glaube, ich habe das viel zu fröhlich gelesen.
Aber einfach, ihr merkt, ne? Ich bin so happy, dass ich wieder aufnehmen kann. Ich bin noch nicht zu 100% wieder fit. Also meine Stimme ist wahrscheinlich auch noch ein bisschen angeschlagen. Also meine Nase ist halt zu, deswegen klinge ich bestimmt auch ein bisschen nasaler. Aber ja. Aber ich wollte unbedingt endlich weitermachen. Ich kann nicht mehr. Ich drehe schon am Rad. Ich weiß nicht, wohin mit mir, wenn man die ganze Zeit nur am Liegen ist und nichts wirklich machen kann. Und ja, kennt ihr bestimmt auch. Also, kommen wir nochmal zurück auf die Lügen, die sie uns aufgetischt haben. Lügen, sie wiederholt es, beende den Satz aber nicht. Es ist nicht klar, was sie sagen wollte. Ja, wir bestehen darauf, dass sie bestraft wird, weil sie uns hinters Licht geführt hat. Wir bestehen darauf, dass sie Unbehagen verspürt und Angst. Du wendest dann dich an den Leutnant. Kim, warum haben wir sie noch nicht festgenommen? Wissen Sie was? Ich glaube, Sie haben nicht auf dem Revier angerufen. Ihr richtiger Name ist nicht Klaas Yamandu. Was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie vorläufig festgenommen sind? Ich will Sie aber nicht festnehmen. Ich glaube, Sie haben nicht auf dem Revier angerufen. Obwohl ich jedoch ziemlich glaube, dass sie auf dem Revier angerufen hat. Haben wir das nicht schon gemacht? Boah, ich habe so ein Déjà-vu, ne? Ich wette drauf, dass ich das schon gemacht habe und einfach nicht gespeichert habe. Sorry, Leute. Aber dann ist das nochmal eine kleine Wiederholung, wieder um reinzukommen. Doch, sie machte einen Schritt nach vorn. Was soll das? Ich habe ihren Notruf, oder wie sich das nennt, angerufen. Die Nummer ist überall in der Stadt zu sehen. 8102 für Notfälle. Eine ältere Frau hat ihn entgegengenommen. Es klang, als ob sie rauchte. Sie hat sich meine Beschwerde angehört. Sie hat gehustet. Das ist tatsächlich die Notrufnummer. Das könnte jeder wissen, Majestät. Man könnte sich nur umsehen und einen Notruf tätigen. Ich nehme ihr kein Wort ab. Wann genau haben Sie angerufen? In der Nacht vom Donnerstag. Es war spät. Irgendwann nach 12. Der Leutnant nickt dir zu. Das passt. Jeder könnte die Nummer wissen und dass jemand gehustet hat, hat nichts zu sagen. Du sagst nichts. Ich mach mal weiter. Aber ich weiß auch, um welche Uhrzeit der Anruf gemacht wurde. Sie holt Luft. Ich weiß, dass ich nicht ganz aufrichtig zu Ihnen war, Officers. Aber jetzt bin ich es. Ihr richtiger Name ist nicht Klaas hier? Das sehe ich auch so. Okay, das ist der Volltreffer. Der Leutnant wendet sich an Sie. Sie würden uns doch nicht Ihren richtigen Namen nennen. Sie würden uns doch nicht Ihren richtigen Namen nennen. Nicht, wenn Leute hinter Ihnen her sind. Okay. Ihre Stimme bricht plötzlich, als ob sie eine Garotte um den Hals hätte. Was ist eine Garotte? Okay, und weiter? Wir müssen das nicht weiterverfolgen. Doch, weiter? Okay, es stimmt. Sie geben es also zu, wusste ich's doch. Gut, Sie können mir die Wahrheit sagen. Sie protokollieren jede Woche Ihre Arbeit. Das wird alles an Kommensur übermittelt. Ich konnte Sie schließlich nicht einfach anflehen, meinen Namen nicht zu nennen. Also habe ich gelogen. Wie ich vorher schon gelogen habe. Wie ich es bei LCSB getan habe. Ich muss ständig lügen. Sie betrachtet ihre Hände. Ihre Fingernägel sind weiß lackiert, aber die Farbe ist stellenweise abgeplatzt. Ich bin es müde. Achso, ich bin es so müde. War das mit dem Reisepass auch gelogen, dass Sie ihn versteckt haben? Sagen Sie mir Ihren richtigen Namen? Wahrscheinlich sind Sie nicht mal Miss Oranje 37. Ich fange oben an. Nein, er befindet sich in einer Plastikboje an der Küste, im Schilf. Es steht nur nicht Klaas Yamandu drin, sondern Anouk Meyer-Smith. Anouk? Anouk kommt mir so bekannt vor. Gefälschte Dokumente? Reisepass und Visum, sie nickt. Von meinem Arbeitgeber. Ich kann sie nicht mal benutzen. Mein Arbeitgeber hat den Namen Meyer-Smith wahrscheinlich geleakt, um mir zu schaden. Warum sollte Ihr Arbeitgeber das tun? Ich bin zu einem vereinbarten Treffen nicht erschienen. Das nehmen Sie nicht auf die leichte Schulter. Sie erklärt schnell. Ich bin nicht erschienen, weil ich Angst hatte, dass Sie mir etwas antun würden. Der Auftrag war abgeschlossen. Ich bin jetzt nur noch ein Problem. Sie hat Angst, auf der Stelle festgenommen zu werden. Diese Wendung der Ereignisse ist wirklich schlimm für Sie. Wo ist diese Boje? Westlich von der Promenade, im Schilf an der Küste. Sie zeigt auf einen Haufen Ruinen am westlichen Horizont. Ich habe den Pass dorthin gebracht, als ich in Rivascholl ankam. Seitdem war ich nicht mehr dort. Ich weiß gar nicht, ob ich die Stelle überhaupt noch finden würde. Er ist nutzlos. Westlich von der Promenade im Schilf? Diese Boje müssen wir uns ansehen.
Ja. Der Leutnant macht sich eine Notiz. Tun Sie das. Sie befindet sich im Schilf nordwestlich von hier, hinter einem kaputten Abwasserrohr, ganz nah an der Wasserlinie. Sagen Sie mir Ihren richtigen Namen. Wie jetzt? Katarzyna Alasia. Das Lächeln auf ihrem Gesicht ist zaghaft. Es tut geradezu weh. Katarzyna Alasia? Könnte das bedeuten, dass Klaas hier praktisch ein Kurzwort ist für Katarzyna Alasia? Moment, Klaas hier ist eine Abkürzung. Endlich lernen wir uns kennen. Ich werde sie weiter Klaas hier nennen. Ich nenne sie einfach Miss Oranje Disco Dancer. Sie nickt. Ich habe ihn aus sentimentalen Gründen benutzt. Ich wollte hier mehr ich selbst sein. Dieses Mal. Also habe ich meinen Spitznamen benutzt. Ein Spitzname. Wer hat dir diesen Spitznamen gegeben, Klaas hier? Ein Junge, vor 1 Million Jahren. Ich werde sie weiter Klaas hier nennen, weil... Oder? Es ist so schwer. Ich finde auch Oranje Disco Dancer klingt so toll. Aber endlich lernen wir uns wirklich kennen. Vielleicht sollten wir wirklich die Hüllen fallen lassen. Sie nickt, ihre runden Augen treffen auf deine. Sie wirken feucht vom Wind auf dem Dach. Wahrscheinlich sind sie nicht mal Miss Oranje 37, oder? Doch, bin ich. Ihr Lächeln ist zittrig. Meine Schärpe und mein Zepter können sie mir nicht nehmen. Doch können sie, wegen Lügen. Das reicht. Ich kann sie nicht festnehmen, Leute. Ich will sie nicht festnehmen. Wartet mal. Lasst mich einmal ganz kurz speichern, ja? Ich will halt nicht, dass eventuell ich irgendwas Wichtiges übersehe, wenn ich das nicht anklicke. Wisst ihr, was ich meine? Wegen den Lügen? Dann machen wir das hier. Festgenommen. Es könnten ausreichend Gründe vorliegen, zumindest für einen längeren Arrest. Ein schwaches Wimmern. Die junge Frau hört dich. Sie sieht sich um. Okay, was, wenn ich Ihnen sage, dass Sie vorläufig festgenommen sind? Aber ich habe nichts getan. Mit einem aufgesetzten Lächeln presst sie ihren Rücken gegen das Geländer. Nichts Illegales. Mangelnde Kooperation bei einer polizeilichen Ermittlung. Sie hat mit Absicht Informationen falsch wiedergegeben, die für den Fall ausschlaggebend sind. Verdammte Psychospielchen, es reicht. Genau, Leute, streng und gnadenlos. Streng und gnadenlos holen wir sie ein. Mangelnde Unterstützung eines Polizeibediensteten. Sie haben unsere Zeit verschwendet bei zeitkritischen Ermittlungen. Sie haben Informationen zum Fall falsch wiedergegeben. Ohne das Geständnis der Hardys würden wir völlig im Dunkeln tappen. Sie sind eine Verdächtige in einer Mordermittlung. Es besteht das Risiko, dass sie fliehen. Mehr Gründe brauche ich nicht. Ich habe genug von diesen Psychospielchen. Du drohst hier mit den Fingern neben deinem Kopf. Sie kommen aufs Revier. Industriespionage. Hier in der kontrollierten Zone achten wir die internationalen Gesetze. Ich nehme das erste. Der Leutnant holt ein paar Handschellen hervor. Okay, die nehmen sie dann wirklich fest, ne? Bitte nicht. Ihre Augen werden vor Angst ganz rund. Sie versucht noch weiter zurückzuweichen. Aber es gibt keine Fluchtmöglichkeit, außer einem Sturz aus 2 Etagen Höhe auf das Mosaik unten auf dem Platz. Wenn sie könnte, wäre sie längst geflohen. Zerbrechlich, ohne Schutz. Ihre Stimme klingt zittrig und erschöpft. Ich glaube, ich weiß, wer es war, wer Lili erschossen hat. Ich kann es Ihnen sagen. Ich kann Ihnen helfen. Sie weiß etwas. Oh? Was wissen Sie? Wer hat ihn erschossen? Eine Sekunde lang schweigt sie, als ob sie in sich nach Gewissheit suchen würde. Dann sagt sie mit gedämpfter Stimme. Es fällt ihr schwer, sich auf diesen Verrat einzustellen. Ruby. Okay, alles läuft auf diese Ruby hinaus. Warum glauben Sie, dass sie es war? Und wie soll sie ihn getötet haben? Okay, das war alles so Ruby. Okay, warum glauben Sie, dass sie es war? Sie steht auf mich, seit ich ihr und den Jungs zum ersten Mal unten begegnet bin. Sie war ziemlich offen, was sie will. Und das wäre... Piep und nicht nur das. Ich habe den Fehler gemacht, mich ihr anzuvertrauen. Ich habe ihr gesagt, dass ich auf der Flucht bin. Sie fing an, mich zu beschützen. Die Beziehung wurde ungesund.
Als ich anfing, öfter mit Lily zusammen zu sein, sie flüstert fast, hat sie mir gesagt, ich solle es beenden. Sie meinte, Piep würde passieren, wenn ich es nicht täte. Das war kein gutes Treffen. Danach haben wir nicht mehr miteinander geredet, aber ich verstehe das nicht. Der Leutnant klingt skeptisch. Er hat die Handschellen noch in der Hand. Was an ihrer Beziehung hat sie glauben lassen, dass sie ein romantisches Interesse an ihnen hätte? Sie meinte, sie wäre in mich verliebt. Sie hat mich sogar gebeten, mit ihr durchzubrennen, als ich ihr erzählt habe, dass ich auf der Flucht bin. Sie hatte den falschen Eindruck, was unsere Beziehung anging. Und sie haben mir etwas vorgemacht? Die Augen des Leutnants werden schmal. Ein wenig schon. Es hat mir geschmeichelt, wissen Sie? Aber dann musste ich ihr die Wahrheit sagen und es war nicht leicht. Ich habe es bereut, nett zu ihr gewesen zu sein. Sie betrachtete ihre Füße. Möglich, dass wir uns geküsst haben, mehr nicht. Ja, aber wie war ihre Beziehung, abgesehen von dieser ungleichen Machtdynamik? Wie war ihre Beziehung vor diesem Konflikt? Wir haben viel Zeit zusammen verbracht, wir haben den Funk abgehört, solche Sachen. Sie hat tolle Milieus und es hat immer Spaß gemacht, mit ihr zusammen zu sein. Ich war traurig, dass es enden musste. Sie macht eine Pause. Was sollte die Frage? Sie wirft ihre Freundin den Wölfen zum Fraß vor. Es hat auch überraschend wenig mit ihrer Festnahme zu tun, wie dir plötzlich klar wird. Klingt, als ob sie auf sie fixiert war? Das ist nichts außer Sensationsgier und wilden Vermutungen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es sind ja eigentlich nur wilde Vermutungen, oder? Aber ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß, wie sich das anhört. Darum habe ich es Ihnen nicht früher erzählt. Sie sieht auf und erwidert deinen Blick. Aber sie wusste, was passiert war, als ich nach unten kam. Aus irgendeinem Grund wusste sie, dass Lily tot war. Sie war überhaupt nicht überrascht. Und als wir hier hochkamen, war sie auch so ruhig wie ein See, hat einfach alles aufgeräumt, als ob sie einen Plan hätte. Die Theorie kennen wir schon. Die hattest du auch, erinnerst du dich? Könnte es sein, dass Ruby selbst etwas zu vertuschen hatte? Der Lynchmord. Und schon wieder fängst du damit an. Das Schlimmste daran ist, dass es stimmen könnte? Als Ruby gesagt hat, dass Piep passieren würde, wenn sie ihre Beziehung zu dem Verstorbenen nicht beenden würde, war das eine Drohung? Eines Abends kam sie rüber, betrunken, meinte, sie würde mir das Leben zur Hölle machen. Es war nicht das erste Mal, dass ich bedroht wurde. Deshalb weiß ich, wann es ernst gemeint ist. Und sie ist ein Profi, das muss sie sein, damit die Hardys nicht aus der Reihe tanzen. Danach habe ich versucht, den Kontakt zu ihr abzubrechen. Ich dachte, es hätte funktioniert, aber sie sieht aus dem Zimmerfenster. Ein Teil der Angst sitzt noch in ihr drin. Sie atmet laut aus. Was soll das heißen? Sie hat Angst, dass ihr sie festnehmen werdet. Und wie soll sie ihn getötet haben? Sie sind hier durchgegangen, oder? Ich habe gesehen, wie sie rausgekommen sind. Sie zeigt auf die Tür, die zur Flipper-Werkstatt führt. Das ist ein Weg nach unten. Möglich, dass sie durch die Tür aufs Dach gelangt ist, um genau hier, wo ich stehe, den Schuss abzufeuern. Draußen war es dunkel, ich hätte sie nicht gesehen. Und dann hätte sie sich wieder nach unten verdrücken können, ohne dass jemand etwas bemerkt hätte. Das ist möglich. Interessante Theorie. Wusste sie, dass es die Tür gibt? Waren sie mit ihr hier draußen gewesen? Ja, natürlich, sie war oft hier oben und hat mit der Ringantenne private Funkstationen abgehört. Sie kam früher immer her, um auf dem Dach mit mir zu trinken, bevor alles seltsam wurde. Okay, das war alles zu Ruby. Okay, und weiter? Nehmt die Lügnerin fest, sofort. Nimm sie nicht fest, setz sie noch weiter unter Druck, lass sie aber dann vom Haken. Die Ruby-Theorie war solide und sie sieht so gut aus. Sie sitzt hier fest, sie ist schon im Gefängnis. Sieh dich doch um, sie will dir nur helfen. Wen? Das ist alles schön und gut, aber ich glaube, wir sollten sie trotzdem mit aufs Revier nehmen. Nur für alle Fälle. Okay, vorerst können sie hier bleiben. Wen? Sie, lass dich nicht ständig von ihr ablenken. Das ist alles schön und... Oh, Mann. Soll ich davon ab... Oder soll ich weiter?
Ich näher mich ihr. Trotzdem, als sie das Wort ausspricht, bricht ihre Stimme. Trotz allem, ich bitte sie. Diese Welt ist Piep und ich weiß, dass ich auch Piep bin. Ups, sorry, mein Wecker. Langsam ballt sie ihre Hand zur Faust und zerdrückt die Zigarette, die sie immer noch hält. Aber ich habe es nicht verdient, zur Moralhintern geschickt und durch den Wolf gedreht zu werden, nur weil ich an der Heiligkeit der Buchhaltung gekratzt habe, bei irgendeinem multinationalen Konzern. Sie bereitet sich auf das letzte Gefecht vor. Jetzt geht es um alles. Was verdienen sie dann? Was bleiben mir für andere Optionen? Ich habe meine Entscheidung getroffen. Was verdienen sie dann? Ich weiß es nicht, sie wirft die Zigarette weg, meine Tage mit Rauchen und Saufen und Tanzen zu verbringen und mich in dem ganzen Piep zu suhlen, genau wie alle anderen. Was bleiben mir für andere Optionen? Sie haben doch Vorladungen, oder? Die mich zwingen, aufs Revier zu kommen, weil ich sonst als flüchtig gelten würde. Sie können mir eine schreiben, dann müssen sie mich nicht sofort mitnehmen. Ich verspreche, dass ich nachts nicht mehr weggehe. Ich bleibe hier. Ich weiß, dass Sie das machen können. Lassen Sie mich einfach alleine aufs Revier kommen. In 2 Monaten. Oder sogar 1 Monat. Mehr brauche ich nicht. Das Formular haben Sie. Er wirft einen Blick auf dein Fallbuch. Das war's. Jetzt steht es fest. Kim ist völlig sabotiert. Es ist nicht zu leugnen, Majestät. Ich will sie ja eigentlich nicht festnehmen, ne? Das wisst ihr auch. Aber wie sollen wir das anders machen? Was soll in 2 Monaten anders sein oder in 1 Monat? Bis dahin könnte alles anders sein. Sie sieht sich um. Diese Stadt, die Auslieferungsgesetze, die Leute, die hier hinter mir her sind, könnten im Gefängnis sein. Oder vielleicht wäre Reva Scholl... Sie schweigt. In ihrem Schweigen schwingt Verzweiflung mit. Ein Tier, das in der Falle sitzt und nach einem Ausweg sucht. Vielleicht könnte Reva Scholl frei sein, so dass ich mich in einem freien Reva Scholl vor Gericht verantworten könnte. In einem unabhängigen Staat, der seine Häftlinge nicht an die Moralintern ausliefert. Ein freies Reva Scholl, von der Hochtrasse sein leises, fernes Rumpeln zu hören. Eine große Maschine, die die Säulen im Süden erbeben lässt. Ein elektrischer Stoß fährt dir die Wirbelsäule hoch. Das bezweifle ich, in seinen Händen klippern die Handschellen. Was war das für ein Gefühl? Ich bezweifle es auch. Die Vorstellung gefällt mir, von einem anderen Reva Scholl, frei unabhängig, nicht solange ich mitrede. Das ist völlig irrelevant. Was war das für ein Gefühl? Es dauert nicht mehr lang. Die Vorstellung gefällt mir. Die Welt kann sich ändern, das zeigt die Vergangenheit. Ihre runden, hellbraunen Augen glänzen, feucht von Tränen. Wie wir sehen, ist ihr der politische Annäherungsversuch gelungen. Damit hat sie ihre letzte Karte gespielt. Mehr kann sie nicht sagen. Die Entscheidung ist letztendlich deine. Du allein bist König in deinem Kopf. Okay, ich habe meine Entscheidung getroffen. Sie sieht dich schweigend an. Ihr Gesicht ist angsterfüllt. Ihre Lippen sind leicht geöffnet. Warte, wenn du sie festnimmst, muss Kim sie wegbringen. Dann wärst du den Rest des Tages ohne deinen Partner. Halt den Mund. Er ist dabei, eine Entscheidung zu fällen. Und das ist ganz allein seine. Kim, nehmen Sie sie fest, bevor sich das Ganze noch weiter in die Länge zieht? Stellen wir Ihnen eine Vorladung aus, Katarzyne? Wenn Sie ihr nicht nachkommen, kann ich Ihnen auch nicht weiterhelfen? Vorerst gebe ich nach. Geben Sie mir keinen Anlass, es zu bereuen. Also ich tendiere echt zwischen Vorladung und nicht festnehmen. Ich würde so gerne zurückgehen und nochmal andere Aktionen machen, weil ich habe nicht alles gefragt, ne? Aber ich muss jetzt schon die Entscheidung treffen. Das ist natürlich richtig doof. Dieses Spiel, ne? Das macht mich fertig. Also, eigentlich müsste man dieses Spiel in einem Stream spielen, ne? Dass man so mit den Zuschauern zusammen das entscheidet. Weil für mich persönlich ist es echt schwer. Ich nehme sie nicht fest. Ich wollte das nicht. Das wird nicht passieren. Zittert, atmet sie aus. Dann fasst sie sich wieder. Warte mal. Ich habe sie nicht festgenommen, ne? Also vorerst gebe ich nach. Geben Sie mir keinen Anlass, es zu bereuen. Ach so, das wird nicht passieren. Okay, ich war nett, ne?
Kommen wir noch mal auf Sie und Ruby zurück. Das wollte ich eigentlich. Sie nickt und zieht dann nervös an ihrer Zigarette. Ich habe das hier genommen. Ich gucke nur einmal alle Optionen durch, dass ich wirklich nichts ausgelassen habe, ne? Hier. Klingt, als ob sie auf sie fixiert war. Das ist nichts außer Sensationsgier und wilden Vermutungen. Ich weiß, wie es sich anhört. Darum habe ich es ihnen nicht früher erzählt. Also sie erzählt das Gleiche. Aber sie wusste, was passiert war. Okay, wir kommen aufs Gleiche hinaus. Okay, nee, wir kommen aufs Gleiche hinaus. Aber das war wichtig. Wir haben das aus ihr rausgedrückt. Oh. Du siehst zum grauen Himmel hinauf. Schauder, unabhängiges Reverschall. Das ist ja interessant. Das ist sehr interessant. Schauder. Davon haben wir es nicht viel, ne? Aber ich habe es schon voll ausgedingstert. Ich kann nicht erhöhen. Können wir hier vielleicht noch mit Kleidung was machen? Ich würde es gern hier. Das wäre Schauder. Das macht minus Schauder. Von Schauder haben wir ein bisschen was, soweit ich weiß. Muss wieder hier ein bisschen Kleidung wechseln. Oh Mann, ey. Dam, 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 dam. Hier, Schauder. Duftender Schal. Zack. Die hatte keins, ne? Nee. Schauder, Schauder, Schauder. Eigentlich könnte ich mein Geld benutzen, noch ein bisschen mehr Kleidung zu kaufen. Wir könnten noch ein bisschen shoppen gehen, ne? Das ist noch Schauder. So, jetzt nur noch mal testen, ob ich irgendwo Schauder minus habe.